Und da wären wir wieder bei Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Ich persönlich hoffe, dass wir heute den vierten Turm abschließen. Wir starten erstmal in der vierten Stage. Ich glaube es persönlich nicht, aber ich hoffe es. Dämliche Katze, mich in solchen Schwierigkeiten zu bringen. Der erste Aufstieg hat dich einen Tag gekostet. Dieser Trip 3 Stunden. Siehst du, wie sehr mein Training deinen Körper aufbaut? Oh, ja, hast recht. Sehen wir einmal, wie du diese Stärke in der Praxis einsetzt. Gegen wen kämpfe ich denn jetzt? Gegen die Katze direkt? Nö, gegen 4 Katzen. Naja, haha, willst du mich fangen? Fang Quitte und du kannst das heilige Wasser trinken. Es gibt nur einen wahren Quitte, fang ihn. Für mich sehen die alle gleich aus. Wie soll ich die dann fangen? Ah, ich verstehe. Also immer Y einfach smashen, falls ich da mal in der Nähe bin. War das der richtige? Ah, schneller! Ich geb auf, ich geb auf! Gefäß von Meister Quitte halten. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das war doch nicht schon Meister Quitte. Ja, ich hab's endlich geschafft! Oh, meine Güte. Und dazu in so kurzer Zeit. Darf ich dich jetzt trinken? Darf ich das jetzt trinken? Natürlich, so viel du willst. Hä? Ich fühle mich überhaupt nicht anders. Natürlich nicht. Heiliges Wasser ist genauso wie jedes andere Wasser. Oh, komm schon. Du hast mich die ganze Zeit reingelegt. Na, haha. Das habe ich nicht. Du bist viel stärker als zuvor, oder nicht? Der Aufstieg auf den Turm, der Krug, das alles war ein Teil des Trainings. Jetzt zurück zum Boden. Sieh, wie stark du jetzt bist. Wow, vielen Dank, Meister Kötte. Bis bald. Dieses Kind, er kann solche stärker sein als Muten Roshi. Ja, wunderbar. Ich hoffe jetzt nicht speichern. War das etwa schon die Mission? Nee, komm. Das ist doch ein Witz. Ja, ich bin mir sicher, wir schaffen heute die ganze Welt 4. Tja, bei so einer kurzen Level, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Tauberbei kehrt zurück. Da ist Tauber bei wohl etwas überrascht, dass wir wieder da sind. Du bist noch am Leben. Wenn du den Dragon Ball willst, ich hab ihn. Du hast einen Dodonpa erfahren und lebst. Ich bin beeindruckt. Der Dragon Ball hat mich gerettet. Ich hatte ihn in meiner Tasche. Oh, tja, das ergibt Sinn. Glückspilz. Aber mit deinem Glück ist es vorbei. Keine Wunden mehr, fürchte ich. Gib mir den Dragon Ball, es sei denn, wird's wirklich sterben. Vergiss es, Mann. Ich werde dir niemals irgendetwas geben. Du freches kleines Girl, ich werde dich in genau 3 Sekunden ausschalten.
Das wollen wir doch erstmal sehen. Ich dachte, ich bekomme wenigstens neue Skills oder so, wenn ich den Quittenturm abgeschlossen habe. Irgendwas Neues. Ah, umgekippt ist er. Aua. Tja, und wieder liegst du am Boden. Was willst du machen, Taubeibein? Was hat deinen komischen Tritt da? Das wollte ich... Eigentlich wollte ich den hochschlagen und dann so ein bisschen Y machen. Ich hab kein Kamehameha, ich hab gar nichts. Ausgewischen. Au, in my face. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Jetzt fliegst du wieder. Ach, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Jetzt habe ich anstatt YA gedrückt. Haha, ich will das nochmal probieren. Naja, so ähnlich. Nee, ich glaube, ich muss da nah genug dran sein, dass ich das machen kann. Ja. Nee, schon wieder nicht. Warum klappt das dann nicht mehr? Jetzt auch nicht. Vielleicht muss ich dazu abblocken und... Ja. Jetzt noch richtig treffen, dann wäre das... Nee, soll ich das auch nicht vorgestellt. Kamehameha. Wird ein Kamehameha ausgenockt. Das ist so ein würdiger Tod für ein Tau, bye-bye. Ja. Jetzt zieht er sich aus. Das will doch keiner sehen. Kleines Balk. Um dich werde ich mich kümmern. Hast du noch einen Kampf? Boah. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ah, jetzt habe ich Blocken zu früh losgelassen. Ich muss sagen, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass noch eine zweite Runde gegen Taubei beikommt. Aber er wird genauso jämmerlich fehlen wie beim ersten Mal. Ah, verdammt, wieder Blocken zu früh losgelassen. Ah, jetzt habe ich gar nicht erst geblockt, ich Idiot. So langsam sieht es ja doch schlecht aus. Solombar konnte ich abwehren. Ich hab doch auch geschlagen, du Lappen. Jetzt gebe ich dir eine Kombo nacheinander. Und dann Kamehameha. Kamehameha. Tja. Hast du dir anders vorgestellt, war Dodon? Dodon Power vor allen Dingen. Tau, bye bye. Nein! So da. Hast du auf damit? Ich will nicht sterben gegen dich. Und wieder zu früh Blocken aufgehört.
Boah, ich muss dir noch eine halbe Lebensenergie abziehen und der darf mich nicht einmal mehr treffen. Jetzt darf er mich nicht einmal mehr treffen. Jetzt hat er mich noch das letzte Mal getroffen. Okay, fortfahren. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht beide Kämpfe wieder machen. Okay, ich muss beide Kämpfe wieder machen. Egal, komm her. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn wieder nach oben schlagen. Ich lasse jetzt keine Chance, mich überhaupt mal zu treffen. Okay, oder doch. Einmal. Aber dann mehr auch nicht. Ich hatte gehofft, ich kann die Attacke abbrechen. Okay, die erste Runde ist ja echt easy. Da muss man ja... Wenn man das dann noch hier schafft, dann... Ist ja schon fast wie ein 6 am Lotto. Das war doof, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich wollte Y drücken, hab Y gedrückt und wollte aber eigentlich abblocken drücken. So, ich hebe mir das Kamehameha jetzt für die zweite Runde auf. Da ich jetzt ja weiß, dass noch eine zweite Runde kommt. Ist das eventuell ganz nützlich. Ich will immer nach oben schlagen, aber durch den komischen blöden Kamerawinkel klappt das nie so wirklich, wie ich es mir möchte. Ach, schon wieder. Jetzt habe ich ja noch weniger Lebensenergie als in der ersten Runde. Egal. Kriechen. So, das Video überspringe ich jetzt mal. Das braucht man nicht kein zweites Mal sehen. Naja, komm, haben wir alles schon. Ah, ich bin ausgewichen. So, nimm das und jetzt gleich erstmal das erste Kamehameha. Diesmal hast du es nicht so leicht mit mir. Okay, dort ein paar kann ich nicht abblocken. Das ist schon mal sehr negativ. Nein, ich bin schon wieder tot. Das gibt's doch nicht. Egal, einmal probier es noch. Diesmal schaffe ich es. Ach nee, komm. Kann ich gleich. Nee. Komm her. Diesmal wirst du mich auch weniger treffen. Der eine Treffer, das war alles, was du mir eingeteilt hast. Prüge den jetzt. Oh, komm, das gibt's doch nicht. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu wenig Lebensenergie für die zweite Runde. Egal. Ich mach die jetzt einfach beide platt. Ohne dass überhaupt was hier. Na los, willst du das machen? Gut, hier dann. Ab in deinen Rücken. Ach, das sollst du nicht machen. Du sollst ihn doch nach oben schlagen. Oder so, das ist auch okay. So, jetzt habe ich es auch geschafft, endlich mal Y zu drücken anstatt R. Ja, aber woher sollte ich denn auch wissen, dass man Dodanpa nicht abwehren kann? Diesmal aber dafür diese Runde. Hä? Wie unfair ist das denn? Ich war doch mit einem Angriff. Wow, jetzt darf der Vogel mich nicht einmal mehr treffen. Das wird nicht, das wird nicht. Doch, das wird was, das wird was. Hier, komm her. Ja, mehr, mehr. Nein, jetzt ist der auch. Nee, komm. Das wirst du nicht überleben. Kamehame, wo stehst du denn hin? Wow, ein kleiner Treffer. Kamehame, ja. Das gibt's doch nicht. So viel Pech kann ein Mensch doch gar nicht haben. Nein, ich glaub's nicht.
Den schaffe ich doch nie mehr. Wie soll ich den denn noch besiegen? Nein, ich glaub's nicht. Na gut, mit dem Game Over Screen beende ich dann die Aufnahme. Und in der nächsten Folge machen wir dann Taubei bei Blatsch. Schaut mal bald wieder vorbei.